Wer kennt es nicht? Man sitzt oder steht mit Kollegen, Freunden oder Bekannten zusammen. Es geht um gewisse Thematiken und man möchte aber seine Meinung nicht äußern, denn man fürchtet die Reaktion der anderen. Das kommt daher, dass die meisten Menschen Anerkennung im Außen suchen. Deswegen sagen sie oftmals ihre Meinung nicht, um nicht als Außenseiter dazustehen. Um das zu verhindern, beobachten die meisten Menschen permanent ihre Außenwelt, lauschen die Meinung ihrer Freunde, Verwandten und Co. Und vor allem das öffentliche Meinungsbild wird genau betrachtet, um nicht anzuecken, um nicht aussortiert zu werden, um ein Teil der großen Gemeinschaft zu sein. Die meisten Menschen forschen im Netz, gucken Nachrichten, vor allem die Nachrichten und das Fernsehen suggeriert dir, mir und allen da draußen, was die richtige Meinung ist und dass jegliche anderwertige Meinung falsch bzw. moralisch verwerflich ist. Mit dem Wissen entscheiden die meisten Menschen, wann sie was vor wem sagen und was sie verschweigen. Was andere Menschen denken und sagen, ist wichtig für das Meinungsbild der meisten Menschen. Und aus diesem Meinungsbild entwickeln die meisten da draußen ihren Standpunkt. Dieser angeeignete Standpunkt, der ja nicht dem eigenen Standpunkt entsprechen muss, denn dieser Standpunkt ist ja abhängig von der Meinung im Außen bzw. der Außenwelt und der eigene Standpunkt ist ja aus seinen eigenen Bedürfnissen und Erfahrungen heraus. Dieser Standpunkt, der nicht aus den eigenen Bedürfnissen entspringt, wird dann auch akribisch lautstark vertreten. Die Massenmedien haben eine entscheidende Rolle in der Meinungsmache. Die Massenmedien entscheiden nämlich unsere Wahrnehmung über die Ereignisse, die in der Welt passieren. Auch Zeitungen, TV und soziale Medien tragen einen massiven Teil zur Meinungsmache bei. Ist das noch deine eigene Meinung? Oder nimmst du wieder nur die Meinung der anderen an und nennst es deinen eigenen Standpunkt? Weil die Influencer den Gibi machen? Findest du das jetzt gut? Und machst dir keine Gedanken? Du glaubst irgendwelchen Werbe-HU.N? Die Massenmedien haben einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Denn die Massenmedien können es so darstellen, dass eine Einzelperson so wirkt, als wäre es die Meinung der Mehrheit. Das haben wir auch aktuell in den letzten 2 Jahren mehr als einmal gesehen, denn im Endeffekt weiß niemand genau, was wirklich die Meinung der Masse ist. Glaubst du, dass die Medien immer ein realistisches Bild über die mehrheitliche Meinung oder Ablehnung der Menschen darstellt? Glaubst du, du schätzt immer richtig ein, was Mehrheitsmeinung und was Minderheitsmeinung ist? Kann eine lautstark geäußerte und von Medien unterstützte Minderheitsmeinung zu einer Mehrheitsmeinung werden? Menschen sind soziale Wesen und die meisten streben nach Anerkennung und haben schreckliche Angst vor Isolation. Somit ist es in unserer Gesellschaft durch anerzogenes Verhalten so geworden, beziehungsweise weiß jeder Mensch, wenn er ein unpassendes Verhalten an den Tag legt, das nicht erwünscht ist, gibt es Sanktionen, Strafen oder Isolation. Wenn man eine andere Meinung entspricht, dann wird man gleich in die moralisch verwerfliche Kiste der Gefährder gepackt. Tyrannen, Rechtsradikale, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, Impfverweigerer, Corona-Leugner, Tyrannen, Gefährder, der Blinddarm, Sozialschädlinge. Ich habe euch hier mal eine Zeichnung mitgebracht, um diese ganze Schweigespirale etwas verständlicher und genauer zu erklären. Die offensive Befürwortung für eine Meinung steigt also mit der Anzahl der öffentlich wahrnehmbaren Befürworter. Daraus ergibt sich, dass die gefühlte Mehrheitsmeinung A lauter geäußert wird als die gefühlte Minderheitsmeinung B.
Das bewirkt, dass in einem stetigen Prozess die Befürworter der Minderheitsmeinung B leiser werden und sogar einige ihrer Befürworter auf die Seite der gefühlten Mehrheitsmeinung A wechseln. Unter anderem, um soziale Akzeptanz zu bekommen. Das wiederum stärkt die gefühlte Mehrheitsmeinung. Damit kommt nun ein Prozess in Gang, der tatsächlich auf das Meinungsbild der Bevölkerung wirkt. Fazit, wenn eine Person nicht laut genug artikuliert wird und zu wenig gesochtig. Fazit, wenn eine Position nicht laut genug artikuliert wird und zu wenig Überzeugungsarbeit für sie stattfindet, wird sie zur gefühlten Minderheitsmeinung. Es kann sich auch keine Unterstützung in der Bevölkerung für sie entwickeln. Die Meinung jedoch, die vermutlich von der Mehrheit geteilt wird, weil sie lauter in der Öffentlichkeit gesagt wird, beginnt mit der Zeit tatsächlich immer populärer zu werden. Und so passiert es, dass lautstark und medial geäußerte Minderheitsmeinungen ganz schnell zu Mehrheitsmeinungen werden können. Die gefühlte Mehrheitsmeinung entspricht meist in der Realität nicht der wirklichen Mehrheitsmeinung. Nur weil sie lautstark und häufiger öffentlich vertreten wird. Und dadurch scheint es so, dass diese kleine Gruppierung größer wirkt, als sie in Wirklichkeit ist. Auf der anderen Seite werden die Vertreter der mutmaßlichen Minderheitsmeinung immer leiser aus Furcht vor Isolation. Dadurch scheint diese Gruppe kleiner, als sie ist. Die vermehrte Präsenz einer Meinung steht also nicht zwingend im Zusammenhang mit der Größe ihrer Fürsprechergruppe. Es wirkt lediglich als die akzeptiertere Meinung. Mit dem Einsatz der Massenmedien können quasi die mächtigen Eliten die Meinung der Massen zu ihren Gunsten drehen. Die Massenmedien sind nicht alleine verantwortlich für die Entstehung einer Schweigespirale. Sie können diese aber auslösen und verstärken. Aktuell ist in Deutschland lediglich ein Kampagnenjournalismus zu sehen von den Mainstream-Medien, die im Auftrag von Politik oder Meinungen agieren. Da fragt sich meiner einer, wie neutral können Medien sein? Und wie neutral sind sie? Und warum behaupten sie immer noch, dass sie neutral berichten? Medien entscheiden also maßgeblich mit, welche Meinung wir als die gesellschaftlich vertretene Meinung sehen und somit auch, was wir in der Öffentlichkeit äußern und was wir verschweigen. Nicht wir, sie. Ich sag alles, wie es ist. Ich lass mir nicht über den Mund fahren. Von keinen und niemanden. Nie fucking mals. Doch immer mehr Menschen haben Angst vor einer Meinung, die von der mehrheitlichen Meinung, von der mutmaßlich mehrheitlichen Meinung, abweicht. Die Schweigespirale kann aber auch durchbrochen werden. Dazu braucht es mutige und mündige Menschen, die keine Angst vor dieser Schweigespirale haben und ihre Meinung im öffentlichen Raum dennoch kundtun. Treten diese auf und stehen offensiv für ihre Position ein, kommt die Spirale ins Stocken und immer mehr Menschen werden sich anschließen, bis die ganze Spirale zum Erliegen kommt. Liebe Plüschbären der Wahrheit und Liebe, das Video soll euch motivieren, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Bleibt stabil, bleibt bei euch, bleibt bei eurer Meinung. Seid euch selber treu, denn dadurch könnt ihr diese schändliche Schweigespirale vernichten.